Liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu unserer Sommerausgabe Jugendstil. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht wie üblich im Studio, sondern ich stehe in der Aerosol Arena in Magdeburg. Warum? Das seht ihr gleich und das sind unsere Themen. Bunter geht's nicht. Graffiti-Kunst in der Aerosol Arena. Ran an die Kamera. Das Jugendfilmcamp in Ahrensee. Hilfe, mein Rad ist weg. Fahrradsicherheit in Magdeburg. Kunst, die bleibt. Das neue Projekt des Kulturankers. Und Tom zeigt euch in die großen 250 die besten Filme aller Zeiten. Heute bin ich in Europas größter Graffiti Hall of Fame, wie man sicher schon erkennen kann, ein Paradies für zahlreiche Writer und Sprayer. Quadratmeter, leere Hallen und bunte Wände. Das ist die Aerosol Arena im Norden Magdeburgs. Auf 8000 Quadratmeter Wandfläche darf hier jeder legal Graffiti sprayen. Hier treffen sich Künstler aus aller Welt in Europas größter Graffiti Hall of Fame. Einzigartig das Format der Leinwände. Von super Breitformat bis hin zu 20 Meter hohen Wänden ist alles dabei. Rundum betreut wird die Arena vom Kulturhafen e.V. Vorstandsvorsitzender Björn Zwernemann ist gebürtiger Magdeburger und seit vielen Jahren als DJ tätig. Er weiß, welches Potenzial in der ehemaligen Industrieanlage steckt. Magdeburg ist halt eine ehemalige Industriestadt, wovon jetzt nicht mehr so viel übrig ist, weil sich das nach der Wende ja alles geändert hat. Und deswegen gibt es sehr viele von diesen alten Geländen, die halt freistehen und verfallen, die eigentlich besser genutzt werden könnten und wo halt solche Kulturzentren Sinn machen würden. Wir haben so viel Platz, es muss genutzt werden. Kunst und Kultur schaffen, vor allem Street Art steht im Vordergrund. Die professionelle Betreuung der Künstler liegt dem Verein besonders am Herzen. Dass wirklich immer jemand vor Ort ist, der einem eine Leiter besorgt oder einen Baustrahler. Wir haben den großen Vorteil, dass direkt auf der anderen Straßenseite Magdeburgs größter Hebebühnenverleiher ist. In 5 Minuten ist die Bühne da, wenn der Künstler eine möchte. Und dann kann er, wenn er will, bis zu 20 Meter hoch die Wand gestalten. Um sich frei zu entfalten, braucht man halt auch Platz. Zusätzlichen Platz hat sich der Verein seit diesem Jahr auch neben der Arena geschaffen. Dort konnten sie sich endlich einen lang ersehnten Traum erfüllen. Für einen Graffiti-Künstler, sag ich mal, ist ja so ein Zug wie die teuerste Leinwand, die man kriegen kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen natürlich auch hier einen Zug auf dem Gelände haben. Das ist weltweit nämlich einzigartig. Um den Künstlern vollen Support zu bieten, werden die Waggons jedes Mal aufs Neue frisch lackiert. Diese Besonderheit hat sich in der internationalen Graffiti-Szene schnell rumgesprochen. Sehr, sehr gut. Das haben wir nicht in Holland. Das ist ganz neu. Das ist ein Paradies für uns. Wirklich. Ah, das ist ganz toll. Das kann eigentlich nicht besser sein. Abgesehen vom Graffiti-Sprühen bietet die Arena Platz für Fotoshootings, Musikvideodrehs und diverse Veranstaltungen, wie das internationale Meeting of Styles oder das Locus Carmeet. Besonders stolz ist der Verein auf die jährlichen Hip-Hop Olympics. Ein ganzes Wochenende stehen hierbei die verschiedenen Elemente des Hip-Hops im Mittelpunkt. Beatboxing, Breakdance, Rappen und natürlich das Graffiti-Sprühen. Veranstaltungen wie diese, aber auch private Spenden oder Zuwendungen von Firmen finanzieren das gesamte Areal. Denn Geld von der Stadt möchte der Verein für das Gelände nicht. Lediglich einzelne Veranstaltungen werden gezielt von der Stadt unterstützt. In Zukunft sollen diese noch leichter auf die Beine gestellt werden können. Denn zurzeit gilt das Areal noch als Industriebrache. Wir arbeiten daran, eine Versammlungsstätte hier draus zu machen, dass wir halt öfter Veranstaltungen machen können. Aktionen, Workshops und so weiter, ohne jedes Mal eine große Anmeldung machen zu müssen. Doch auch die derzeit noch leeren Hallen sollen wieder zum Leben erweckt werden. Ateliers, Proberäume und Werkstätten stehen auf dem Plan, um in Zukunft noch mehr begeisterte Besucher auf das Gelände zu bringen. So war auch ein Grundgedanke der Aerosol Arena natürlich, Graffiti und Street Art der Bevölkerung wieder näher zu bringen und zu zeigen, dass das nicht alles Verbrecher sind, so wie es halt oft dargestellt wird. Und das funktioniert ja sehr gut. Anfangs noch sehr kritisch betrachtet, hat sich die Zusammenarbeit mit der Stadt zum Positiven entwickelt.
Mittlerweile werden in Kooperation mit dem Stadtmarketing auch regelmäßig Führungen auf dem Gelände gehalten. Bester Beweis für die Würdigung als Kulturzentrum ist die Aufnahme in die Bewerbung Magdeburgs zur Kulturhauptstadt 2025. Weil die Arena natürlich genau das bietet, was man braucht für eine Kulturhauptstadt. Das ist was Modernes, was Frisches, was Nachhaltiges auch. Die Aerosol Arena, ein Ort, der nicht mehr aus Magdeburgs Kulturszene wegzudenken ist. Ein Paradebeispiel für die gelungene Umnutzung einer ehemaligen Industriebrache. Wer von euch noch keine richtigen Pläne für den Sommer hat und sich für Filmemachen interessiert, für den ist der nächste Beitrag sicher was. Denn das Jugendfilmcamp in Arendsee bietet jungen Menschen die Möglichkeit, eigene Filme zu machen. Wir haben uns da mal umgeschaut. Arendsee, Perle der Altmark. Das stille Landleben als Grundvoraussetzung für ein ganz besonderes Projekt. Das Jugendfilmcamp. Ein buntes Treiben, das auch bei den Anwohnern gut ankommt. Uwe Walter ist Teil des Stadtrates von Arendsee. Ein wichtiger Mann, dessen Wort zählt. Wir unterstützen das als Stadtrat, diese Initiative, dieses Filmcamp natürlich schon auch seit den letzten Jahren. Wir sind auch sehr daran interessiert, dass wir bunt werden, Arendsee. So haben wir die Möglichkeit, uns mal ein bisschen bekannt zu machen und wieder zu sagen, Mensch, hier passiert auch was, gerade für junge Leute. In einer Woche zum fertigen Film. Praktische Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren. Ein Konzept, das seit 2013 viel Zuspruch findet. So viel, dass sich etwas ändern musste. Gründer und Leiter des Camps ist der deutsche Schauspieler Norman Schenk. Stillstand kommt für ihn nicht in Frage. Wir haben das Team aufgestockt, wir haben die Kapazitäten von dem Kino, wo wir die letzten Jahre gearbeitet haben, gesprengt. Wir mussten irgendwie darauf reagieren, weil die Nachfrage so groß ist, dass wir gemeinsam überlegt haben mit der Stadt und Gemeinde, wo können wir hin. Und dann haben wir halt das ehemalige Ferienlager gepachtet. Also als wir das Grundstück betreten haben, gab es quasi dieses Gebäude nur hier. Tja, und dann haben wir hier eine kleine Küche, haben wir eine Wand eingesetzt, die ist auf der linken Seite. Daneben ist ein Raum, wo dann die ganzen VFX-Leute oder Drehbuchleute arbeiten werden. Daneben der Kameraraum. Und das da, was mit neuem Holz verkleidet ist, quasi wie so ein kleines Filmstudio. Ganz viel von diesen Sachen, wie ich vorhin schon sagte, sind Spenden von Einheimischen. Farbe, die Fenster, die Türen, Steine, Fliesen. Also es ist unglaublich, was wir geschenkt bekommen haben. Stück für Stück entsteht so die Medienstadt. Nicht nur durch Spenden. Viele Freiwillige packen mit an und machen das Projekt möglich. So auch Giovanni, der neben dem Filmemachen auch handwerklich geschickt ist. Jugendfilmcamp 1-1, der Erste. Das ist der Kameramann, der beim RBB eigentlich arbeitet. Und der baut gerade Betten. Stress. 3 Monate. Dann muss alles stehen. Sägen, bauen, malern. Norman ist rund um die Uhr vor Ort. Freizeit gibt es kaum. Das Ziel soll schließlich erreicht werden. Selbst seine kleine Tochter packt fleißig mit an. Natalia? Ja? Malerst du? Ja. Für was? Fürs Jugendfilmcamp. Fürs Jugendfilmcamp. Für einen Traum alles geben. Norman hat große Pläne. Ich wünsche mir einen Ort, wo junge Leute aus Deutschland, Österreich, aus der Schweiz, aus Europa, aus der ganzen Welt, das ganze Jahr über zusammenkommen und gemeinsam sich mit Medien auseinandersetzen. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich in diesem Ort hier in Arendsee einen guten Ort gefunden habe, wo man es umsetzen kann. Dann endlich ist es soweit. Voll Neugier treffen Ende Juni die ersten Camp-Teilnehmer ein. Einige reisen sogar schon früher an und sorgen für den letzten Schliff. Doch die Zeit ist knapp. In dieser Woche sollen 3 Filme entstehen. Jetzt sind wir wieder auf gewohntem Terrain. Hammer und Zange sind ja nicht unsere Arbeitsgegenstände, sondern Kamera und Skript. Und jetzt legen wir los. Wir sind gerade dabei, die Requisitenliste fertig zu machen, die wir für unser Drehbuch brauchen. Also ich finde es eine super Sache, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Man ist halt nicht super professionell, kann mal Fehler machen. Ist eine sehr schöne Sache. Ich war letztes Jahr schon hier und es hat mir so gut gefallen, dass ich gleich dieses Jahr wiedergekommen bin. Ich finde es gut, wie die Teams zusammenarbeiten und wie man sich neu kennenlernen und so. Das Ziel ist erreicht, das Jugendfilmcamp läuft. Wir haben nicht alles fertig bekommen, was wir fertig machen wollten. Es war einfach utopisch. Wir haben die letzten Tage jetzt einfach das Wichtigste fertig gemacht, damit die Teilnehmer, die kommen, Betten haben, damit sie duschen können, damit es Essen gibt. Ich glaube, wir merken, wie viel Arbeit hier reingesteckt wurde. Ja. Wie viel Herzblut da drin steckt und das ist total super. Das Beste ist, dass eigentlich alle Teilnehmer Filmfreaks sind, sodass jeder das gleiche Interesse hat, dass da ein großer Zusammenhalt dadurch entsteht. Ich glaube, wir haben jetzt auch so eine Größe erreicht. Viel größer darf es gar nicht werden. Und wenn es dann in so eine Anonymität übergeht, ist nicht gut. Die Woche im Camp verbindet. Freundschaften entstehen. Die harte Arbeit ist nicht umsonst. Sämtliche Filme werden beim jährlichen Filmfestival präsentiert.
Ein Riesenspektakel für die Stadt Arendsee und alle Beteiligten. Großes Highlight in diesem Sommer? Der deutsche Game of Thrones Star Tom Blagier, der das ein oder andere Mal vorbeischauen wird. Und das ist auch nochmal ein bisschen so ein Geschenk, da gehen wir nochmal zurück, da zeigen wir, was wir gemacht haben den ganzen Sommer. Warum wir hier wie die Geister durch die Stadt und durch die Gegend hirschen mit unseren Kameras und den ganzen jungen Leuten, dann sehen Sie mal, was wir machen. Bewerbungen sind noch möglich. Wer seinen eigenen Film auf der großen Leinwand sehen will, der ist beim Jugendfilmcamp genau richtig. Ja, gerade im Sommer schnappt man sich doch gerne mal das Fahrrad und verzichtet auf Auto oder Bahn. Tja, blöd nur, wenn das Rad weg ist und das Schloss aufgebrochen auf dem Boden liegt. In Magdeburg werden jährlich Tausende von Rädern gestohlen. Wir wollten wissen, woran das liegt und wie man sich davor schützen kann. Haben Sie schon mal Erfahrung gehabt mit Fahrraddiebstahl? Ja. Und zwar? Wurde aus meinem eigenen Fahrradkeller geklaut. Habe ich auf jeden Fall, ja. Ich bin neulich erst beklaut worden, vor meiner Wohnungseingangstür. Haben Sie was unternommen? Ich habe eine Anzeige bei der Polizei gemacht und habe dann das Ganze natürlich bei der Versicherung eingereicht. Und ja, trotz Panzerschloss hat scheinbar nicht gereicht. Zweimal dieses Rad aus dem Keller geklaut. Wie haben Sie das wiederbekommen? Über die Versicherung. Also ich habe es nicht wiederbekommen, ich habe es gemeldet und es ist bisher leider nicht mehr aufgetaucht. Ja, mir ist mein Fahrrad geklaut worden. Haben Sie was unternommen? Nö, es ist so ein altes. Also ich meine, ich lebe schon ein paar Jahre in Magdeburg, ich kenne die Situation. Ich kaufe mir immer nur so 20 Euro Schrotträder und wenn sie weg sind, dann kaufe ich mir neues. Sehr häufig, ja. Deswegen gucken Sie sich mein Fahrrad an. Deswegen habt ihr so eins, damit die Leute das nicht mehr klauen, in der Hoffnung. Fahrraddiebstahl ist ein großes Problem, speziell in Magdeburg. Jährlich werden hier bis zu 4000 Fahrräder geklaut. Damit ist Magdeburg neben Städten wie Münster und Cottbus immer unter den Top 3 der Statistik. Die örtliche Polizei ist sich dieses Problems durchaus bewusst. Also Fahrraddiebstahl ist ein generelles Problem. Betroffen sind hier vordergründig die Großstädte, eben dort, wo viele Fahrräder auch unterwegs sind. Also in Magdeburg werden relativ viel Fahrräder entwendet. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir einfach eine sehr hohe Fahrraddichte hier haben. Magdeburg ist Universitätsstadt, die Fachhochschule hat hier ihren Sitz. Dementsprechend viele Studenten sind hier unterwegs und das eben oftmals auch mit Fahrrädern. Wir haben mit dem Besitzer eines Magdeburger Fahrradladens über das Thema gesprochen. Auch er kennt das Problem und glaubt zu wissen, wohin die Fahrräder verkauft werden. Ich vermute mal, dass die geklauten Fahrräder hauptsächlich irgendwo im Ausland verkauft werden, dass das gut organisiert ist, sodass die das einfach mal LKW-weise ins Ausland fahren und dort stürzt dann keinen, wenn die das kaufen, wo das Fahrrad hergekommen ist, da werden die das ganz schnell los. Doch auch auf Internetportalen wie zum Beispiel eBay Kleinanzeigen finden Polizei und Privatpersonen ab und an gestohlene Fahrräder wieder. Ja, mit Fahrrad lässt sich sicherlich schnelles Geld verdienen. Vermutlich ein Viertel des Neupreises kann man dann für so ein geklautes Fahrrad verlangen. Das ist ähnlich wie mit den gebrauchten Rädern, dass man da irgendwo, je nach Alter, vielleicht auf ein Drittel oder ein Viertel des Neupreises kommt mit seinem gebrauchten oder in dem Fall geklauten Fahrrad. Doch wie leicht ist es tatsächlich, ein Fahrradschloss zu knacken? Mit einem günstigen Bolzenschneider aus dem Internet machen wir den Test. Ein einfaches Vorhängeschloss. Schon einmal kein Problem. Und auch ein günstiges Fahrradschloss ist innerhalb von Sekunden geknackt. Also ich habe hier einfach mal in Reihenfolge der Sicherheit und dementsprechend dann auch des Preises ein paar Schlösser hingelegt. Hier sind wir beim sichersten Schloss. Die Bügelschlösser sind so zwischen 30 und 100 Euro. Aber sie sind unpraktisch. Die kann man eben schlecht am Fahrrad befestigen und vor allem, die kriegt man nicht um Pfeiler drumherum, dafür sind die zu schmal. Ja? Deswegen sind jetzt total in die Faltschlösser, das sind die hier, und die kann man dann dementsprechend größer machen. Also hier komme ich dann auch um einen Laternenpfeiler drumherum und dann ist also in der Praxis dieses Schloss hier das sichere Schloss, weil ich eben mein Fahrrad auch an den Gegenstand gegenschließen kann. Das ist jetzt ein einfaches Panzerschloss gewesen, flexibel, aber innen ist Gummi und ein sehr dünnes Innenleben, was ich hier mit so einem kleinen Werkzeug aufknacken kann. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Günstigste Alternative, solche Seilschlösser hier, die sind grundsätzlich gar nicht geeignet, um ein Fahrrad zu befestigen. Wir haben sie bei uns im Laden, weil die Leute sich eine Mülltonne anschließen wollen oder ein Gartentor. Das ist kein Witz. Die Dinger sind nicht geeignet, um Fahrräder abzuschließen, weil hier kann ich jetzt mit dem Werkzeug das aufkneifen, dauert 5 Sekunden oder mit einem größeren. Absolut null Sicherheit, also nicht zu empfehlen. Wir testen ein schwerfälliges Faltschloss zum Vergleich.
Der Bolzenschneider hinterlässt zwar Spuren, aber ganz so leicht kommt der Dieb hier nicht durch. Ja, auch wir haben persönliche Erfahrungen mit Fahrraddiebstahl. Mir wurden schon einige Fahrräder geklaut in meinem Leben. Meine Angestellten wurden Fahrräder geklaut. Also ist jedem schon passiert. Wir nehmen die Fahrräder einfach nur noch mit rein auf die Arbeit und mit rein in die Wohnung. Das ist letzten Endes das Sicherste. Trotzdem fallen genug Bürger Fahrraddieben zum Opfer. Die Polizei hat einige Tipps, was man direkt nach einem Diebstahl tun kann. Also wenn mein Fahrrad gerade entwendet wurde, ich stelle das ganz frisch fest, sofort alle Unterlagen zusammensuchen. Also für uns ist immer ganz wichtig, Rahmennummer. Gut wäre auch, wenn man im Vorfeld schon ein Foto gemacht hat mit diesen Unterlagen, denn sofort zur Polizei, damit wir das Fahrrad dann in Fahndung setzen und möglicherweise auch wiederfinden können. Zwar werden durch Fahndungen und verstärkte Kontrollen gestohlene Fahrräder durch die Polizei wiedergefunden, doch verlässlich ist das lange nicht. Besonders die Sommermonate gelten als gefährlich. Also gilt, das Fahrrad immer gut sichern und wenn möglich nicht aus den Augen lassen. Dann steht im Ausflug nichts im Weg, auch in Magdeburg. Dieses Jahr geht es wieder in den Knast. Mit dem Kunstfestival Sinnlichkeit hat der Kulturanker letztes Jahr zahlreiche Besucher angelockt. Nun kehrt er zurück in die leeren und verlassenen Räume der ehemaligen JVA. Kunst und Kultur, zwei Gradmesser für die Lebendigkeit einer Stadt. Schnell werden diese Begriffe mit großen Theatern, Opernhäusern und Museen in Verbindung gebracht. Wie offen und weitläufig dieser Begriff aber sein kann, zeigt der Verein Kulturanker in Magdeburg. Seit 2005 aktiv, hat dieser zahlreiche Projekte auf die Beine gestellt. Kulturanker e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich vor allem sozusagen einsetzt für regionale und studentische Identitäten. Also was heißt es für jemanden, der jung ist, in Magdeburg zu leben und zu lernen, wie man sozusagen schöne Projekte umsetzt, daran teilhaben. Was den Verein auszeichnet, sind die sogenannten Kabinette der Künste, die alle zwei Jahre stattfinden. Von Romantik 2.0 im Altstadtkrankenhaus, Mystik im TGA-Gebäude und Sinnlichkeit in der JVA wurden die Veranstaltungen stetig größer. Also der Kulturanker versucht so ein bisschen die kulturelle Szene in Magdeburg zu beleben. Was wir speziell machen, ist, dass wir uns leerstehende, alte, verfallene Gebäude suchen und versuchen, darin Kulturelles zu veranstalten. Genau dieser Mix aus Altem und Neuem ist das, was den Kulturanker und seine Veranstaltungen wahrscheinlich einmalig machen und somit auch Gäste aus ganz Deutschland anziehen. Wenn man sich halt Sinnlichkeit im letzten Jahr anguckt, da waren 25.000 Leute da. Wir bemühen uns halt auch immer, dass wir viele internationale Künstler dabei haben. Und von daher haben wir schon Wirkung über weitere Teile Deutschlands. Über diese Wirkung ist sich auch der Kulturbeigeordnete der Landeshauptstadt, Professor Dr. Matthias Puhle, im Klaren. Brachflächen umzunutzen in Kulturflächen. Solche Kieze zu schaffen, wie sie in Berlin üblich sind, in kleineren Formaten und dieses mit der Hilfe von Kreativen, das klappt in Magdeburg schon ganz gut und der Kulturanker ist da mittendrin. Genau solch einen Kiez möchte der Kulturanker diesmal mit dem Projekt Abaton dauerhaft für Magdeburg schaffen. Die Überlegung für Abaton war, Künstlern eine Experimentierfläche zu bieten, eine Insel, auf der Kreative Zuflucht finden und sich ausleben dürfen. Da war natürlich die Sache, okay, es sollte am besten ein Ort sein, der nicht weit weg ist, ein Ort, der auch vielleicht dazu einlädt. Und dann kamen wir halt auf die Idee, weil wir das damals nicht mit benutzt haben bei Sinnlichkeit, dass es hier noch die Werkstätten gibt. Und das erschien uns als der perfekte Ort genau für sowas. Also es soll einfach wirklich dazu einladen, dass man Kreativität spürt. Beteiligt sind ca. 50 Freiwillige bei Abaton. Wochenlang wurde in vielen Treffen besprochen, wie vorgegangen wird, um die ehemalige Werkstatt der JVA in eine Kreativoase zu verwandeln. Dies brachte selbstverständlich mühevolle Arbeit mit sich, bei der alle Beteiligten an einem Strang ziehen mussten und manchmal auch ins Schwitzen kamen. Probleme sind halt immer so ein bisschen der Zeitdruck. Man setzt sich dann irgendwelche Ziele und irgendwelche Veranstaltungen, die man halt machen möchte. Und am Tag vorher ist immer noch so viel zu tun, dass man denkt, man schafft das gar nicht. Aber am Ende wird es dann irgendwie trotzdem noch was. Von Studenten über Dozenten bis hin zu Unternehmern konnte jeder Helfer seine Ideen einbringen. Wichtig ist dem Verein nämlich eine generationsübergreifende Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Ziel. Dinge entstehen zu lassen, die ganz überraschend sind, interessant sind, die eben tatsächlich auch eine Anziehungskraft entwickeln, wie wir das mit unseren herkömmlichen und etablierten Mitteln manchmal gar nicht so können. Anders als bisher finden die Veranstaltungen an nur einem Wochenende im Monat statt.
Dabei steht jedes Mal ein anderer Aspekt der Kultur im Vordergrund. So startete das Kreativquartier seine Eröffnung unter dem Thema Film. Im Monat darauf drehte sich alles um die Kunst des Theaters. Von Improvisationstheatergruppen, einzelnen Theaterstücken bis hin zur Pantomime wurden verschiedene Formen des Schauspiels dargestellt. In den kommenden Monaten laufen die Wochenenden dann unter den Themen Literatur, Musik und Kreativität. Bis jetzt finanziert sich dieses Vorhaben übrigens ohne öffentliche Förderung. Denn 100% der Einnahmen fließen zurück in die Vereinskasse und weitere Vorhaben. Wir hatten bis jetzt bei unseren Projekten das immer so gemacht, dass wir sozusagen Förderung beantragt haben. Wir wollten aber jetzt hier dieses Kreativquartier, wollten wir halt eigentlich mal gucken und versuchen, ob sich das nicht auch von alleine tragen kann, durch die Veranstaltungen etc. Unterstützt wird der Kulturanker außerdem durch zahlreiche Materialspenden. Ob sich Abaton damit alleine halten kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Natürlich sehen wir das am allerliebsten, wenn wir gar kein Geld dazugeben müssen, das ist auch klar. Aber wir sind auch nicht so naiv, dass wir nicht wissen, dass das manchmal eben notwendig ist, dass man unterstützt. Das tun wir auch und wir haben auch gewisse Möglichkeiten. Zwar waren vergangene Projekte nur temporär, trotzdem schaffte es der Kulturanker, sichtbare Spuren in der Stadt zu hinterlassen. Die Kabinette der Künste trugen dazu bei, dass die Objekte wieder ins Gedächtnis der Bürger rückten und manche Gelände langfristig wiederbelebt werden konnten. Wir können halt einfach bloß sagen, wir bringen diese Orte wieder in den Fokus, ins Licht. Und mehr können wir nicht tun, aber ich glaube, das ist schon ziemlich viel, weil es halt auch schwer ist, einfach so einen Ort tatsächlich dann auch schön zu machen oder halt wirklich auch eine andere Seele zu geben. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass das da drüben für die Zeit, wo wir da waren, kein Gefängnis mehr war. Welche Projekte im Kreativquartier Abaton noch entstehen und wo sich die Kabinette der Künste nächstes Jahr niederlassen, das darf mit Spannung erwartet werden. Ja, unsere Filmfreaks Markus und Jasper machen mal wieder Urlaub, aber wir versorgen euch natürlich trotzdem. Tom von der Kinosendung Filmlook präsentiert in seinem brandneuen Format die großen 250, die besten Filme aller Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Filmlux, die großen 250. Ihr wollt euer Filmwissen aufpolieren? Dann seid ihr hier genau richtig. Als Filmfan kann man nie genug über Filme wissen. Doch wo fangen wir an? Über welche Filme wollen wir reden? Es gibt große Filme, kleine Filme, alte Filme, neue Filme und so weiter und so weiter. Und nach meinem persönlichen Geschmack will ich auch nicht gehen. Also machen wir es ganz demokratisch, das Volk entscheidet. Um genau zu sein, wir orientieren uns einfach an der Top 250 Liste der IMDb, der International Movie Database. Ein schöner Querschnitt durch die Filmgeschichte, sowohl mit Mainstream-Hits als auch kleinen Indie-Perlen. Und weil wir auch total Indie sind und alles anders machen wollen, fangen wir nicht wie sonstige Listen mit dem letzten Platz an, sondern vorne, mit Platz 1. Und auf Platz 1 der Top 250 Filme in der International Movie Database ist Die Verurteilten von 1994. Einige von euch sagen jetzt vielleicht, hä? Und selbst wer den Film kennt, fragt sich, ja, der ist gut, aber ist das der beste Film aller Zeiten? Platz 1 heißt ja nicht unbedingt, dass viele Leute den als ihren absoluten Lieblingsfilm betrachten. Vielleicht heißt es auch einfach, dass keiner den scheiße findet. Also, was macht Die Verurteilten so sympathisch, dass er seit Jahren ununterbrochen diese große Liste anführt? Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King. Tim Robbins spielt Andy Dufresne, der wegen Mordes ins Gefängnis kommt und sich dort behaupten muss. Im Gegensatz zu seinen brutalen Mithäftlingen ist Andy eher der Typ schüchterner Buchhalter und ein leichtes Opfer. Er schafft es jedoch, sich durch seine Intelligenz den Schutz des korrupten Gefängnisdirektors Norton zu erarbeiten und hilft diesem bei seinen illegalen Geschäften. Als Andy schließlich eine Möglichkeit zu seiner Entlassung sieht, kommt es zu einem folgenschweren Konflikt mit dem Direktor, der seinen nützlichen Mitwisser auf keinen Fall verlieren will. Der Film erzählt neben dieser großen Story auch noch viele kleine Geschichten um die verschiedenen Insassen. So zum Beispiel über den alten Brooks Holden, der nach 50 Jahren entlassen wird und in der Freiheit nicht mehr zurechtkommt. Oder der junge Tommy, der vor der Wahl steht, seinen Schulabschluss nachzuholen oder den Weg der Kriminalität weiterzugehen. Diese persönlichen Schicksale sorgen für das Herz der Geschichte. Man fiebert mit den Charakteren mit und ist entsetzt über die Brutalität und Ungerechtigkeit, die in diesem Mikrokosmos-Gefängnis stattfindet. Einen Ort, wo die Wärter oft schlimmer sind als die Gefangenen. Brutalität, Tauschhandel, korrupte Beamte, Ausbruchspläne. Der Film hat alles, was ein Gefängnisfilm ausmacht. Trotzdem ist das kein Genre-Kino. Wer einen knallharten Knaststreifen erwartet,
wird wahrscheinlich von der Hollywood-Geschichte abgeschreckt. Schnell zusammengefasst, was ist cool an den Verurteilten? Nun, das Setting ist schon mal interessant. Gefängnis geht ja eigentlich immer. Und auch die Darsteller sind top. Tim Robbins ist vielleicht Geschmacksfrage, aber Morgan Freeman liebt ja nun wirklich jeder. Und ja, natürlich ist er mit seiner markanten Stimme auch der Erzähler der Story. The guard simply didn't notice. Neither did I. I mean, seriously, how often do you really look at a man's shoes? Der Film ist eine wunderbare Mischung aus Drama und Heist-Movie. Oft deprimierend, aber auch mit anrührenden Momenten. Die Geschichte lebt von der Menschlichkeit an einem Ort der Unmenschlichkeit. Wer dem Film Böses will, könnte sagen, das ist zu gefühlsduselig und voller Klischees. Doch die IMDb-Wertung zeigt, den meisten ist das egal. Fast 1,7 Millionen Leute haben den Film im Durchschnitt mit 9,3 von 10 Punkten bewertet. Und damit sind die Verurteilten seit Jahren auf Platz 1 der beliebtesten Filme aller Zeiten. Und somit auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und damit verabschiede ich mich von der ersten Ausgabe von Filmlux, die großen 250. Das nächste Mal machen wir mit Platz 2 weiter, Francis Ford Coppolas Mafia-Klassiker Der Pate. Das war sie, unsere Sommerausgabe Jugendstil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer könnt ihr euch die Sendung unter jugendstil-magazin.de nochmal anschauen. Dort findet ihr auch weitere Infos oder schreibt uns einfach bei Facebook. Bis in 2 Monaten dann und bis dahin genießt die Sonne. Tschüss.